Nächste Story. Cheers. Heute geht es um Kinematik. Wild. Genau. Wir wollen euch so ein paar Basics erklären. Man liest ja irgendwie immer mehr in Zeitschriften, in den ganzen Online-Portalen von Begriffen wie Anti-Squat und Anti-Rise. Und genau diese beiden Begriffe, weil die halt für unser Konzept, unsere Idee von großer Bedeutung sind, wollen wir jetzt mal so ein bisschen erklären. Genau, das ist ja im Prinzip, gibt es ja, hat er schon gesagt, zwei Werte, die sehr wichtig sind. Anti-Squat, fangen wir mal mit an. Da muss man erstmal fragen, was ist Anti? Anti heißt dagegen, also fängt man an, was ist Squat? Squat ist Hocken, übersetzt auf Deutsch. Und das ist im Prinzip die Bewegung, du beschleunigst etwas und die Massenträgheit ist, wenn du auf dem Fahrrad sitzt, ist dein Torso. Das heißt, du beschleunigst unten und dein Torso, der will erstmal stehen bleiben. Das heißt, das Fahrrad. Du gehst zurück und dadurch sorgst du dafür, dass dein Fahrwerk einfedert. Genau, die Und Massenträgheit halt einfach des Gesamtsystems, des Fahrers und des Fahrrades, die sorgt einfach dafür, dass der Rahmen, der gefederte Rahmen, das ist halt einfach beim Beschleunigen einnickt. Das hat also erstmal nichts mit der Kette oder so zu tun. Das ist auch, wenn ich einer anschubsen würde, einfach durch die Massenträgheit federt der Hinterbau ein. genau, solange er nicht dein Torso anschubst. Genau, und dieser Anti-Squat-Effekt, der bedeutet halt, dass man dieses Einnicken beim Beschleunigen halt verhindern kann durch den Kettenzug. Die zieht im Prinzip den Hinterbau auseinander. Genau. Das ist übertrieben gesagt, wenn jetzt hier der Drehpunkt wäre und hier ist die Hinterradachse und hier ist deine Kette, dann kann man sich das sehr leicht vorstellen. Dann zieht die Kette diese beiden in die Richtung. Und es würde aber umgekehrt zu einem Megapedalrückschlag führen. Deswegen muss man das sehr fein abstimmen. Und da Genau. muss man halt eine exakte Balance finden, die Genau, dann beim halt. Fahrrad als ja, muskelgetriebenen Fahrzeug kommt halt irgendwie erschwerend, zum Beispiel im Vergleich zum Motorrad hinzu, dass man halt über die Kurve kein konstantes Drehmoment aufbringt, sondern halt immer ein wechselndes, schwellendes Drehmoment. Und dass man halt nonstop eigentlich leichte Beschleunigung und Verzögerung hat, die dann halt ein Wippen ins Fahrrad reinbringt. Und durch passende Auslegung kann man halt mit diesem Kettenzug das Einnicken durch die Massenträgheit genau verhindern, und dann spricht man halt davon, dass das Fahrrad irgendwie beim Pedalieren gut ausbalanciert ist. Und jetzt Anti-Rise. Anti-Rise, Rise heißt ja, also Sunrise, ne? Es kommt etwas hoch, du kommst hoch, aufstehen, it's Rise. Und das heißt, du bremst und dein Körperschwerpunkt will nach vorne, dadurch kommt dein Fahrwerk aus dem Federweg. Und das ist auch was wir nicht wollen, weil gerade wenn man in ein steiles Stück reinfährt und da kommt jetzt zum Beispiel ein Anlieger oder irgendwas Technisches, man will runterbremsen, man ist eh schon in einer Extremsituation, dann kommt das Fahrwerk noch aus dem Federweg raus hinten und dann hast du halt wirklich ganz schnell Überschlagsgefühle, die wirklich, also wenn du schnell fahren willst, eine Katastrophe sind. Auch bei dem Ausfedern, beim Verzögern, das hat auch erstmal nichts mit der Bremse hinten am Hinterrad zu tun. Das würde auch quasi wenn du an einem Gummiseil fährst und das Gummiseil spannst und verzögerst, dann wird das Fahrrad genauso aus dem Federweg hinten gehen. Das ist einfach die Massenträgheit. Und auch, aber das Drehmoment, was die Bremse hinten auf den Hinterbau überträgt, durch die ja, Scheibenbremse oder Felgenbremse meinetwegen auch, ist eigentlich egal. Das kann man sich halt auch dazu nutze machen, um genau dieses Ausfedern, Zu steuern im Prinzip, ne? ja, Man letztendlich moduliert das. zu verhindern, zu verringern. Man könnte es theoretisch auch verstärken, aber es ergibt keinen Sinn. So, Was man auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ist, dass beide Effekte, sowohl der Anti-Squat, sprich das Verhindern des Einnickens beim Beschleunigen, als auch der Anti-Rise, auch einen negativen Effekt haben, ganz klar. Beim Anti-Squat ist es der allseits bekannte Pedalrückschlag. Das heißt, wenn man es da mit dem Kettenzug übertreibt, um das Rad stabil zu halten, dann erhöht man prinzipiell auf jeden Fall den Pedalrückschlag. Das heißt, genau, da muss man es muss immer immer ein Kompromiss die gefunden Balance werden. finden. Hilfreich dabei ist, dass der Anti-Squat nicht über den ganzen Federweg konstant ist, je nach Konstruktion. Das heißt, man kann ihn im Sack hochhalten und dann stark absenken, um den Pedalrückschlag in Summe auf einem akzeptablen Level zu halten. Und mit dem Anti-Rise verhält es sich genauso. Der Vorteil beim Anti-Rise ist halt, dass das Rad nicht ausfedert beim Verzögern, was halt gerade, wenn es bergab geht, sehr hilfreich ist, einfach weil diese Geometrie
nicht negativ beeinflusst wird. Der Nachteil ist halt durch das Reinziehen in den Federweg letztendlich, der Hinterbau verhärtet wird und man kennt es gerade von alten Eingelenkern, die einen hohen Drehpunkt hatten, so vor 10, 12 Jahren, dann kennt man halt das berüchtigte Bremsenstempeln. Das ist ja so ein bisschen so die allgemein verbreitete Meinung, dass Eingelenker zum Bremsenstempeln neigen und Viergelenker Ja, nicht. Eingelenker machen das mit einem großen Kettenblatt und 26 Zoll. Da Genau, ist das halt ist Drehpunktlagen, das ist halt so irgendwie pauschal kann man es nicht beides sagen, das aber es ist Gleiche. mit Sicherheit so, dass früher der klassische Eingelenker mit hohem Drehpunkt definitiv Dazu geneigt haben, zu aber mit hohen dem. Anti-Rise-Wert hatte und dementsprechend zum Bremsenstempel neigt. Das heißt, bei beiden Dingen muss man auf jeden Fall irgendwie einen Kompromiss in der Konstruktion finden. Genau, und gerade bei dem Anti-Rise-Wert sehen wir das halt so, dass der so zwischen 80 und 120% irgendwo liegen sollte, dass man halt eine sehr stabile Geometrie findet, ne, dass das Fahrrad sich auf der Bremse eben weder ausfedert noch einfedert. Und dann hat man halt ein Rad, was man wirklich sehr, sehr vorausschauend fahren kann, weil man weiß einfach, wie sich das Rad verhält. Und das Rad macht nichts, was irgendwie ungewohnt ist. Und jetzt gehen wir mal Genau, an den schauen wir uns Rechner erstmal ein bisschen am und schauen uns Rechner. das mal an. Da gibt es nämlich ein ganz tolles Programm. So, also ohne zu tief ins Detail gehen zu wollen, aber es ist einfach ein bisschen übersichtlicher, als wenn wir mit unseren Händen im Raum rumfuchteln. Also was die wichtigen Sachen sind, das ist das Center of Gravity, nennt man das, also der Schwerpunkt von dem Fahrer. Das ist der im Prinzip, ja, das Problem mit der Massenträgheit, der will zurückbleiben, während es unten beschleunigt wird. Dann haben wir, um das zu ermitteln, zieht man im Prinzip von hier ein Lot hoch und da, wo der Schnittpunkt von dieser Genau, also Linie vorne vom auch. Radaufstandspunkt des Vorderrades wird letztendlich ein Lot recht hochgezogen bis auf die Höhe des Schwerpunkts, des Gesamtsystems von Genau. Fahrer und Fahrrad. Und da ist angenommen, da sind die Und das ist 100%. sozusagen unsere Skala für den Anti-Rise und den Anti-Squat. Das ist die Skala, das ist ein grafisches System letztendlich und das ist die Skala, auf der die Werte Genau. aufgetragen Guck mal, werden. das Lineal hier, wie man Genau. das schön Fangen darstellt. wir vielleicht mit dem Anti-Rise an, weil der ein bisschen einfacher ist. Der Anti-Rise-Wert, der wird letztendlich auch grafisch ermittelt. Was ist Das ist hier die grüne die grüne Linie? Linie, das ist eine Gerade, die durch den Radaufstandspunkt des Hinterrades geht Durch und den den Drehpunkt. Drehpunkt. Jetzt haben wir hier einen Eingelenker, da gibt es einen real So ist existierenden das ganz Drehpunkt. einfach und das ist dann ja, diese Linie, die trägt Genau. man dann nach oben aus und die ist dann entweder bei 100% oder In diesem, 120% oder genau. weniger, je Wir haben nachdem. jetzt hier halt einen Eingelenker, da gibt es wirklich einen Drehpunkt, das ist ein Lager. Wenn man jetzt einen Mehrgelenker hätte, egal ob VPP oder klassisch Horst-Link-Viergelenker, dann gibt es halt einen virtuellen Drehpunkt und die Linie wird dementsprechend durch den virtuellen Drehpunkt gezogen und Ja. der halt dann auch über den Federweg im Raum wandern kann. Dadurch hat man halt bei solchen Rahmen relativ viele Einflussmöglichkeiten, diese Kurven zu beeinflussen, auf welchem Wege auch immer. Ja, Genau. macht es aber auch schwieriger. Also viele Auswahlmöglichkeiten machen es Genau. auch nicht immer einfacher. Was man hier vielleicht auch mal sagen kann, ich meine, wir haben jetzt eben, der Jaco hat da eben schnell so gesagt, hier ist der Schwerpunkt, der Center of Gravity. Der ist natürlich bei jedem Fahrer, wenn jetzt einer mit Genau. 2,5 Meter und 130 Kilo auf dem Rad sitzt, hat er natürlich eine andere Schwerpunktslage als jemand, der 1,60 Meter und 50 Kilo wiegt. Dementsprechend ist eigentlich, das ist auch so eine Herausforderung irgendwie für die Industrie, für die Konstruktion an der Räder, dass das natürlich sich je nach Fahrer ändert und es gibt keinen perfekten Rahmen an der Das heißt, Stelle. wenn man das jetzt ganz einfach macht, ein größerer Fahrer, der ist jetzt, sag ich mal, ein Stückchen größer, dann schiebt sich dieses Center of Gravity hoch. Und jetzt hat man das hier ganz schön erkannt. Jetzt ist das, was auf einmal Anti-Rise 110% war es vorher, und jetzt sind wir auf einmal bei 100%. Das heißt, ein größerer Fahrer hat ganz andere Effekte und ein größerer Fahrer hat dann auch auf einmal einen niedrigeren Anti-Squat. Genau. Und andersrum gilt das natürlich genau andersrum. Der kleinere Fahrer hat zu viel Anti-Squat und auch eher mehr Anti-Rise. Genau, der Anti-Squat-Wert wird auch grafisch ermittelt, ein bisschen komplizierter. Und zwar wird auch wieder eine Gerade durch zwei Punkte letztendlich gelegt. Die eine ist wieder der Radaufstandspunkt.
Und die zweite ist der Schnittpunkt zwischen zwei Linien. Und zwar ist das einmal die Verbindungslinie von Hinterachse zu Drehpunkt. Sie wird geschnitten mit der Die Kettenlinie, Kettenlinie. mit dem oberen Kettentrum, mit dem Lastrum der Kette. Genau. Und jetzt bei diesem einfachen Modell liegt halt dieser Schnittpunkt ziemlich genau da, wo auch der Drehpunkt ist. Wenn du jetzt aber mal zum Beispiel den Drehpunkt einfach mal nimmst und ein bisschen nach oben schiebst, So. dann sieht man, was passiert, ne? Genau, dann heißt der Schnittpunkt in diesem Fall für den Anti-Squat, der ist halt eine ganze Ecke nach hinten gewandert. Das ist halt der Schnittpunkt zwischen der Linie und der Linie, der liegt jetzt halt hier. Und dementsprechend ist jetzt in dem Fall der Anti-Squat-Wert stark gestiegen. Genau, was natürlich dann irgendwie auch klar ist, dadurch, dass die Kettenlinie herangezogen wird, also die Kette herangezogen wird, um den Anti-Squat-Wert zu bestimmen, ist er in jedem Gang unterschiedlich. Bei Genau. manchen, je nachdem, bei manchen Rädern mehr, bei manchen Rädern weniger, das liegt daran, wo der Drehpunkt des Rahmens liegt. Genau. Wir denken, das geht jetzt wahrscheinlich schon, es war jetzt wahrscheinlich schon hart dran an zu viel des Guten, aber Wir wir wollen es halt könnten. einfach, also das ist halt unser Steckenpferdchen und Jacques und ich könnten jetzt, glaube ich, da bei könnten zwei, wir drei Bier da noch noch drei mehr. Bier und 3 Stunden Drei Stunden weiter. weiter philosophieren, weil letztendlich es ändert sich nicht nur über den Gang, es ändert sich auch über den Federweg. Genau. Und Du ja, kannst hier mal noch einmal am Federweg vielleicht drehen. bei dem, man sieht Bei jetzt, bei dem dem Modell Rahmen ist es nicht geht, so extrem, guck mal, deswegen. der Anti-Squat, der geht schon Ja. deutlich runter von Du hast irgendwie. jetzt aber auch die Lage nicht mehr so schön getroffen, sowieso wie Genau. vorher. Also, Also jetzt das ist jetzt für kein, hierfür ja ganz gut, das aber ist ein letztendlich. reines Demo-Modell, das ist null Genau. optimiert. Aber hier im Sack haben wir 90%, 92% Anti-Squat, und der geht dann voll eingefedert runter auf 60. Ja, also auch letztendlich auch der Sack hat einen Einfluss darauf, bei manchen Genau. Rahmen mehr, bei manchen weniger. So dass man eigentlich sehr viele Variablen hat. Man hat den Gang, man hat hinten, man hat das Kettenblatt, man hat den Sack, man hat den Schwerpunkt des Fahrers. Ganz genau. Man sieht schon, es geht sehr ins Detail. Ich würde sagen, wer von euch sich noch mehr fürs Detail interessiert, wir machen das Video jetzt nicht 3 Stunden. Wir sagen einfach, schreibt was in die Kommentare unten und dann werden wir sehen, dass wir das beantwortet kriegen. Alles klar. Meldet euch, wenn ihr was Fragen habt, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Also wie gesagt, das muss jetzt reichen. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ich glaube, dich sieht man gar nicht mehr. Ich drehe mal die Kamera zu dir. Ahoi. Ahoi.